schönen Vormittag mit dem Radio Oberösterreich Café. Tja, der Anlass ist ein ganz trauriger und vor allem auch nicht ganz passend, denn er hat ja ursprünglich immer gefolgt. Esprit war einer der besterzogenen Hunde Österreichs, hat ja auch voriges Jahr mit seinem Frau Alexandra Planck die große Chance gewonnen. Was aber tun, wenn der Hund nicht folgt? Da kann man die verschiedensten Strategien beobachten. Viele Hundebesitzer rufen den Hund erfolgreich zur Ordnung. Einige schimpfen heftig, aber völlig erfolglos. Wieder andere versuchen, das Fehlverhalten ihres Tieres einfach zu ignorieren oder zu überspielen. Und manche bedienen sich auch diverser Erziehungshilfsmittel. Bringt das was, Maria Theiner? Eines steht fest. Menschen können sehr einfallsreich werden, wenn sie bei der Erziehung ihrer Vierbeiner nicht mehr weiter wissen. Der Handel bietet unter anderem Erziehungshalsbänder an, die über Fernbedienung gesteuert unangenehme Gerüche oder Töne absondern. Es gibt Sprays, die mit zischenden Geräuschen den Hund ablenken sollen. Sehr beliebt sind bei manchen Hundebesitzern aber vor allem sogenannte Wurfschellen oder mit schepperndem Material gefüllte Dosen, die den Tieren nachgeworfen werden, wenn sie zum Beispiel unerlaubt Richtung Nachbarsgarten bellen. Der Trainingsprofi Bernhard Kainz kommt bei seinen Hunden ohne all das aus und rät auch dringend vom Einsatz solcher Erziehungsmittel ab. Diese Methoden sind katastrophal. Das sollte nie ein Mensch einsetzen. Überhaupt keine physische und psychische Negativeinwirkung. Jede Negativeinwirkung ist mehr oder weniger ein Vertrauensbruch. Man kann es auf Kinder umlegen, wenn ich sage, es gibt keine gesunde Watschen. Jede Watschen ist fürs Kind ein Vertrauensbruch und hinterlässt Spuren. Und genauso ist es beim Hund. Anstatt also den Hund für sein Fehlverhalten zu bestrafen oder auch nur davon abzulenken, empfiehlt der als Hundeschweiger bekannt gewordene Kainz, lieber zu überlegen, warum der Hund tut, was er tut. Es hat einen Grund, warum der jetzt beim Zaun bellt. Es hat einen Grund, warum der vielleicht die Besucher anfliegt. Und wenn er Schäberdosen hinschmeißt, dann mag zwar sein, dass er kurz ablässt davon, aber ich wirkt nur auf das Symptom ein und die Negativeinwirkung, der Vertrauensbruch, der bleibt. Jetzt wird der Hund ganz einfach sich ein anderes Ventil suchen oder vielleicht fängt er an nie zum Schnappen oder er sucht sich ein anderes Problem oder wenn ich alles unterdrückt, dann legt er sich ins Kerberl, tut ihm stundenlang Pfoten lecken, er entwickelt jetzt ein psychisches Zwangsverhalten und irgendeine Störung. Also, wenn die Beziehung zwischen Hund und Mensch passt, wenn klar ist, wer für welche Aufgaben zuständig ist, dann funktioniert das Zusammenleben wohl auch ohne Hilfsmittel. Tja, und der beste Freund des Menschen ist er ohnehin, also ich kann viele Hundebesitzer nur verstehen, die sagen, ohne meinen Hund geht überhaupt nichts.